Willkommen, meine Freunde, zurück zu einer neuen Folge Dying Light. Ja, wir sind auf dem Weg zu Dr. Sarah und müssen uns jetzt impfen lassen. Ihr wisst Bescheid. Wow, hier gehen wir mal nicht lang. Ja, wir schauen mal, was uns bei Dr. Sarah erwartet. Ich nehme aber hier mal das Zeug mit. Das lasse ich natürlich nicht liegen, könnten wir nämlich alles gebrauchen. Und dann mal schauen. Ich will auf jeden Fall neue Waffen. Das muss auf jeden Fall sein, denn hier mit diesem Eisenschrott, da können wir nichts anfangen. Komm, du schaffst es, mein Freund. Wir werden besser. So, jetzt sind hier Alter, überall Zombies. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, Leute. Ich habe Angst ein bisschen. Haha. So, was haben wir hier? Alkohol und Kaffee. Sehr gut. Au. Das war das Dümmste, was ich je gemacht habe gerade. Aber gut. Ich muss mal schauen, ob wir noch Heilung herstellen können. Gut, drauf geschissen. Wir scheißen auch auf die Zombies. Auf diese Infizierten. Ich will aber mal wieder einen killen. Okay. So, sie halten noch sehr viel aus, aber ich denke, das sollte sich bald ändern. Bam. Zack. Immer noch mega nice zuzuschlagen. So, wo ist denn der Gute? Und hepp. Okay, der ist da drin. Jetzt muss ich schauen, wo der Eingang ist. Oder ich springe einfach drüber. Denke ich, sollte besser sein. Ich sehe schon kommen. Ich verrecke gleich. Hey, hey, hey. Und zack, bam. Zigarettos. Ein bisschen smoken geht immer. Tasche. Stromkabel. Haben wir hier sonst noch was? Kaffee und Burger. Lecker Schmecker. Ach, der ist das gleich auch in Ordnung. Einfaches Rohr nehmen wir auch mit, falls unsere kaputt geht. Wir können zwar reparieren, aber scheiß drauf. Dafür müssen wir doch nicht unser Zeug hergeben. Wie war denn das nochmal mit der Heilung? Auf irgendeine Taste war das doch gelegt. Ah, mit H. Gut, die Taste gefällt mir aber nicht so, um ehrlich zu sein. So, ja, dann springen wir von hier drüber. Ich möchte die... Ah, genau. Jetzt. Und hepp. Sicherheitszone wird betreten. So, Dr. Sarah. Sarah. Klopf, klopf. Doktor? Hallo. Ist jemand da? Camden? Sind Sie da? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein, nein. Ein Suppressivum. Es heißt Antizin. Unterdrückt die Symptome. Setzen Sie sie. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom GIE nicht. Das Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel, aber ich habe Tests an Antizin und an infiziertem Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Wer ist Dr. Camden? Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. Ich hoffte, die Infizierten würden sie finden und essen. Und dass ich dann die Ergebnisse dokumentieren könnte. Sie wollten sie nicht?
Nein, alles für die Katz. Ich habe so viel Zeit darauf verschwendet. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund mehr, Antizin in Reserve zu halten, denke ich. Also, ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie jetzt. Wo war ich gerade? Sei schnell. Vielen Dank, Dr. Zara. Rahim, sie hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Zaras LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Ja, vielen Dank, Dr. Zara, für dein Antizin. Das sollte mich erstmal über die Runden bringen. So, kann ich bei euch noch irgendwas machen? Hey, Spike. Zu dem muss ich. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte. Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde die Anweisung durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Gut, werden wir auf jeden Fall machen. Du hast ihn doch gehört. Nimm die Böller mit. Ist ja gut, relax mal. Los, hau ab. Meine Güte. Sind sie alle hier ein bisschen agro, ha? Plündern ist der Schlüssel zum Überleben. Durchsuchen sie Leichen, verlassen Autos, Möbelstücke und sogar Mülleimer, um Geld, Waffen und Werkzeugteile zu finden. Nutzen sie ihren Überlebenssinn Q, um Gegenstände, die sie plündern können, zu identifizieren. Yep, wissen wir Bescheid. Plündern ist der Schlüssel zum Überleben immer noch. Suchen sie in der Umgebung nach großen verschlossenen Truhen, die von anderen Überleben zurückgelassen wurden. In der Regel stehen sie auf Dächern außer Reichweite der Zombies. Sie erhalten Waffen und andere wertvolle Dinge. Sehr gut. Wie gesagt, das haben wir bereits alles kennengelernt und kannten wir auch schon davor. So. Gut. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal hier diese Mission an. Was haben wir denn hier? Nagelbett. Metallteile. So, mal schauen. Was ist denn da oben? Oder ist das nur... Hier, da war ich doch. Aber da liegt doch irgendwas drauf. Gut, so komme ich natürlich nicht hoch. Was geht, mein Freund? Bam. Ja, Leute, ihr wisst ja, das Ganze war mal verboten hier in Deutschland. Ich habe allerdings trotzdem die Originalversion, wenn ich mich jetzt nicht irre. Heißt, das Ganze ist uncut. Und wird alles schön gezeigt. Herausforderung. Okay, Parkour. Gut, das lassen wir mal. Darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Wir wollen die Mission machen und da starten wir jetzt mal hin. Öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. Alles klar. Check. J-Tier, ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen für Spike unterwegs. Crane, richtig? Dazu. Einer unserer Kuriere wurde
wollte einen Unterschlupf für Breckens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Ja, die Waffe ist noch ein bisschen sehr schnell kaputt. Ein bisschen vor allem. Sie ist auf jeden Fall schnell kaputt. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich denke, bald sollten wir neue Waffen finden, die besser von der Haltbarkeit sind. Mal schauen, ich bin gespannt, ne, liebe Leute. So. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Teil. Es dauert nicht mehr lang, Leute. Nicht mehr lang. Wir werden auf jeden Fall bis dahin noch ordentlich Videos machen. Ich hoffe, ihr seid mit am Start, auch bei dem neuen Teil. Und ihr dürft gerne mir mal eine Bewertung da lassen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und ja, mal gucken. So, was haben wir hier? Schlossknacken, Mittel. So, wie war denn das nochmal? Schlösser knacken. Bewegen Sie den Stift mit Maus und drehen Sie den Schraubendreher mit A. Vibriert der Stift, könnte er brechen. So, mit A mache ich das Ganze, genau. Mist. Haben wir noch was? Nee, leider keine mehr. Gut, das war ein Fail. Das war nix. Mal schauen. Der nächste wird klappen, Leute. Das war nur der erste Versuch. Ja, ich bin noch drüber gekommen. So, ja, hier ist mega Action. Hey, ich hänge. Nein. Ich bin hängen geblieben. So, wow. Hier ist immer mega Action. Gut. Ich ignoriere die mal. Ich möchte gerne schon sliden können. Hoho, das sah mies aus. Das sah nicht schön aus für den Kollegen hier. Das ist auf der anderen Seite. So, was haben wir hier? Ah, Mullbinden, sehr schön. Mein Gott, das sieht so gruselig aus, Leute. Du bist aber eine hübsche. Bam. Yo. Habt ihr das gesehen? Zu krass. Ich möchte eigentlich ein bisschen looten, aber ich darf nicht. Die lassen mich nicht hier. Bam. Lebst du immer noch? Meine Güte. So, ich repariere mal meine Waffe. Schnur. So, jetzt muss ich da irgendwie drüber. Dann gehen wir noch von hier. Ich bin da. Und einige Infizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Crane. Bam. Da platzt der Kopf, Leute. Da platzt er. So. Oh Mann, von denen kommt jede Hilfe zu spät. Au! Das war doch ein Runner. Okay, erledigt. Scheiße. Du hattest keine Wahl. Er
war kein Mensch mehr. Schnell jetzt. Du musst das Licht anschalten. Nur so ist es dort nachts auch wirklich sicher. Okay. Was haben wir hier? Entwurf. Taser-Mod. Sehr schön. Und hiermit haben wir unsere erste Mod bekommen. Geil, 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 Leute. Sicherheitszone freigeschalten. Ach Mist. So, und somit kommen hier auch keine Zombies mehr rein. Keine Infizierten. Das ist natürlich sehr gut für uns. Die scheint besser zu sein. Gehen wir mal ins Inventar. Wir hauen mal eines wieder weg. Einfaches Rohr. 18, 24, 19, Tischbein. Ja, die sind alle besser. Und das Gasrohr ist nochmal besser als meines. Das ist sehr gut. Wir hauen das da mal weg und nehmen mal hier das Wasserrohr mit. So, 5 Böller, Gasrohr, Rucksack, Waffe. Einfaches Rohr, 24 alles, 25 Wasserrohr. Was ist denn mit dem Gasrohr? Das ist 39, das benutzen wir auf jeden Fall. Ah, ausgerüstet. Wir hauen das hier weg, braucht keiner. So, kann ich denn schon upgraden? F6. Tipp, mit Upgraden lassen sich die Werte einer Waffe steigern. Schaden, Haltbarkeit oder Handling. Sie können sie erwerben, indem sie andere Überlebende bei Begegnungen mit Feinden oder bei Erkundungen helfen. Leere Fassung. Gut, ich habe zwar die Mod, aber ich... Doch, die füge ich ja hier ein. Aber ich muss sie mir natürlich erstmal herstellen. Sonst wird das natürlich nichts. So, mal gucken, Taser-Mod. Was brauchen wir denn? Komponente. Metall, Klebeband, Plastikteil und Batterien. Logo, aber das habe ich alles natürlich noch nicht. Wir tun mal hier ein paar Medkits herstellen, beziehungsweise nur eins, da ich nur eins herstellen konnte. Ja, und ich denke, das sollte dann so passen fürs Erste. Und ich hoffe, wir finden noch so schnell wie möglich das Zeug für die Mods. So, Tipp, Fertigkeiten. Sie haben Fertigkeitspunkte, die Sie auf die Fertigkeitsbombe verteilen können. Mein Gott, muss ich immer draufbleiben? Ist das nervig. So, was machen wir denn? Ach, mein Gott, Leute, ich habe schon wieder total vergessen, wie das alles funktioniert. Wir haben nämlich hier einen Punkt bei Kraftstufe und einen Punkt bei Überlebensrang. So, mal schauen. Tipp, der Rang Überlebender verschafft Ihnen den Zugang zu hilfreichen Fähigkeiten, Entwürfen und Hilfsmitteln. Um den Rang zu erhöhen, erfüllen Sie Quests, helfen andere Überlebenden und nehmen an Herausforderungen teil. Je höher Ihr Rang ist, desto besser ist die Ausrüstung, die Ihnen in Geschäften angeboten wird. Sehr schön. So, was haben wir denn hier jetzt? Überlebensstarter-Kit. Erforderlich, übrigens, blablabla, 2. Lernen Sie, die fürs Überleben elementarsten Dinge herzustellen. Dietriche, Böller, einfache Wurfstände und Molotov-Cocktails. Schön, das gefällt mir doch. Sage ich natürlich nicht nein. So, dann gehen wir mal zurück. Wir haben nämlich noch hier einen Punkt. So, der Kraftbaum ermöglicht es Ihnen, sich Ihre Gegnern direkt zu stellen. Um Ihre Kraftstufe zu erhöhen, stürzen Sie sich in Kämpfe, töten Ihre Gegner einfallsreich oder nutzen Fertigkeiten des Kraftbaums. Okay, auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Lernen Sie, mit größter Präzision anzugreifen. Jedes Mal, wenn Sie einen Gegner mit einer stumpfen Waffe an der Brust oder am Kopf treffen, besteht die Möglichkeit, ihn zu betäuben. Ist natürlich auch sehr praktisch. So muss das sein. Sie haben gelernt, Dietriche herzustellen. Sehr schön, Leute. So, ich würde sagen, wir machen aber hier erstmal einen Cut und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und wenn euch das Ganze doch gefallen hat, dann hinterlasst mir, wie gesagt, eine kleine Bewertung. Das wäre eine richtig geile Sache von euch. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, bleibt gesund, Leute. Bleibt am Start. Und bis dahin, man sieht sich. Tschüss.